Ja, ich spreche heute über Ayakema. Und ich denke, die meisten, die zu diesem Vortrag gekommen sind, haben den Namen schon gehört. Wenn jemand sich im deutschsprachigen Raum in den letzten 10 Jahren mit Buddhismus beschäftigt hat, dann wird er oder sie unweigerlich diesen Namen gehört haben, Ayakema. In 1993 entdeckten die Medien Ayakema und das Buddha-Haus im Allgäu. Und danach gab es eine Vielzahl von Fernsehsendungen, Zeitungsberichten über Buddhismus im Westen, speziell über Buddhismus in Deutschland. Und im Mittelpunkt war ganz häufig die Person Ayakema. Ayakema benutzte eine einfache Sprache, die leicht verständlich ist und Menschen erreicht. Sie selber wirkte fröhlich, ausgeglichen und vernünftig. Als Bhikkhuni, eine vollordinierte Nonne in der Theravada-Tradition, stand sie auch mitten im Leben mit beiden Füßen auf dem Boden. Sprich mich besonders an, das ist mein Typ. Ihre Art zu lehren hat eine Brücke gebaut zwischen der Lehre des Buddhas und dem modernen Alltag. Wer aber war Ayakema? Heute Morgen möchte ich über 3 Bereiche sprechen. Erster Bereich wird aus ihrem Leben sein. Zweiter Bereich betrifft ihre besonderen Eigenschaften und Qualitäten. Und der 3. Bereich betrifft ihr Lebenswerk, ihr Beitrag zu dem Verbreiten des Dharmas. So mit ihrem Leben fange ich dann an. Und ich fange mittendrin an bei dem wichtigsten Einschnitt in ihrem Leben, nämlich ihre Entscheidung, Nonne zu werden. Und ich lese vor, was sie selber über diese Entscheidung sagt. Ich war 55 Jahre alt und hatte die Welt gesehen. Ich hatte Kinder und Enkelkinder, ich war verheiratet gewesen, Geld hatte ich, arm war ich gewesen und zeitweise auch reich. Ich hatte eine Farm und Shetland-Ponys gehabt. Ich kannte das Vorortsleben in Amerika und das Leben im Wohnmobil mit Kocher und Klappbett. Ich war Sekretärin in einer Bank und Privatlehrerin für meinen Sohn gewesen. Ich hatte so ziemlich alles gehabt und ausprobiert. Was hatte die Welt mir noch zu bieten? Sie bringt einem nicht den inneren Frieden und das innere Glück, weil alles, was in der Welt geschieht, vergänglich ist. Ich lebte, was man ein bewegtes Leben nennt. Ich habe das nicht so geplant, es hat sich ebenso gefügt. Wo sollte ich jetzt noch etwas suchen, außer in meinem Inneren? Der Moment war gekommen, Abschied von der Welt zu nehmen. Das hört sich so an, als ob man sich völlig zurückzieht, was ich natürlich auch zeitweilig getan habe. Aber wir können uns ja gar nicht vollständig von der Welt zurückziehen. Solange wir einen Körper haben, müssen wir in der Welt sein. Wir müssen diesen Körper ernähren. Wir müssen sprechen und mit anderen Menschen Kontakt haben. Nonne werden war für mich der nächste logische Schritt in meine Entwicklung. Ich weiß heute, dass meine Vergangenheit mich auf diesem Weg geführt hat. Meine Erfahrungen haben es mir ermöglicht, sehr viel persönliche Angst loszulassen. Die Angst um mein eigenes Leben und das Leben meiner Nächsten. Ich habe gesehen, dass man mit jeder Lebenssituation fertig wird, sei es im Amazonasbecken oder in der dünnen Höhenluft Hunsas. Man kann alles durchstehen, wenn man mit dem Geschehen mitfließt. Ich habe gelernt, mich in Bezug auf körperlichen Komfort zu disziplinieren. Das war für mich ein Riesenfortschritt. In meiner Kindheit wurde ich mit äußerstem Komfort verwöhnt. Ich habe dem Komfort nicht nachgeweint, weil ich lernte, dass es auch ohne ging.
Das war ein wirklich wichtiger Lernprozess, eine Lösung von äußeren Bedingungen. Und das brachte sehr viel innere Freiheit mit sich, hob mich auf eine Ebene, auf der das spirituelle Leben Priorität hat. So, hier sind einige Aussagen in dem, was ich vorgelesen habe, die uns Einblicke in ihr Leben und ihr Werk ermöglichen. Sie sagte, was hat die Welt mir noch zu bieten? Alles, was in der Welt geschieht, ist vergänglich. Ich setze hier an mit der Vergänglichkeit. Vergänglichkeit hat sie in der Tat mehrmals in ihrem Leben hautnah und oft auf eine dramatische Art und Weise erlebt. Die Schönheit, Sicherheit und der Komfort ihres Einzelkinddaseins in einer wohlhabenden jüdischen Familie zerbrach zum ersten Mal, als die Judenpolitik Hitlers radikal um sich griff. Geboren in 1923, war sie 15 Jahre alt, als es nach der Kristallnacht im November 1938 deutlich wurde, dass es in Deutschland keine Zukunft gab für deutsche Juden mehr. Das großbürgerliche Leben, das sie damals genoss, in einer 12-Zimmer-Berliner Wohnung, Einzelkind mit ihren Eltern, mit 4 Bediensteten, war schon seit einiger Zeit vorbei. Die Glocke der schönen Illusion von Sicherheit lag zertrümmert. Die Eltern von der damals Ilse Kussel flohen nach Shanghai, und Ilse wurde in 1939 mit dem letzten Kindertransportschiff nach England gebracht. Und von der Zeit an wurde sie immer wieder mit der Wahrheit der Unbeständigkeit und des Loslassens konfrontiert. Vergänglichkeit war der rote Faden ihres Lebens. Nach einem Jahr in Glasgow, wo sie bei einer neunköpfigen Familie im Haushalt helfen sollte, fuhr sie zu ihren Eltern nach China. Die Zeit in Glasgow war recht unglücklich gewesen für sie. Die Verwöhnung des großbürgerlichen Lebens mit Köchin, Hausmädchen, Kinderfrau und Chauffeur hatte Ilse ferngehalten von solchen Notwendigkeiten des Alltags wie Putzen und Kochen. Und nach ihren eigenen Aussagen wusste sie damals nicht mal, wie man Wasser kocht. Dementsprechend war sie keine große Hilfe in diesem Haushalt mit 7 kleinen Kindern. In Shanghai gelang es dem Vater zum zweiten Mal eine sichere Existenz und stabiles, bequemes Leben für seine Familie aufzubauen. Ilse besuchte und absolvierte die Handelsschule und arbeitete danach als zweisprachige Sekretärin. 1943 wurde diesem Leben ein Ende gemacht, da die Japaner Shanghai besetzten und als Alliierte Deutschlands neue Judenproklamationen herausgaben, nach der 18.000 Juden aus vielen europäischen Ländern in Scheunen, Abstellräumen und sonstigen Räumen in einem Zivilgefangenlager interniert wurden. Das war dann ihr zweites Zuhause. Auf diese Weise verlor die Familie dann zum zweiten Mal alles Hab und Gut, Wohnsitz und Lebensunterhalt. Über diesen Abschnitt ihres Lebens sagt Haya Kema: In dieser Zeit habe ich gelernt, dass das Leben auch unter widrigsten Umständen weitergeht. Können wir uns das vorstellen? Vielleicht haben manche hier Ähnliches erlebt. Was für Ängste und Unsicherheit unter solchen extremen Bedingungen herrschen müssen. Als das Lager versehentlich von amerikanischen Fliegern bombardiert wurde, stand Ilse mit einem Freund vor ihrem Haus. Der Freund an ihrer Seite verschwand und wurde vor ihren Augen buchstäblich in 1000 Stücken zerrissen. Sie schreibt darüber in ihrer Autobiografie: Vielleicht liegt es auch an diesem Erlebnis,
dass ich die Angst vor dem Tod völlig verloren habe. Ich habe mir seitdem nie mehr Sorgen darüber gemacht, ob ich sterben würde oder nicht. In einem Moment ist man da, im nächsten ist man weg. Das lernte ich sehr früh. Kurz danach, in 1945, starb ihr Vater, Opfer der unzulänglichen Hygienezustände in dem Lager, nur 5 Tage vor Ende des Krieges. Noch im Lager heiratete sie. Ein Jahr später, in 1947, wurde ihre Tochter geboren. Und 1949 verließ die Familie mit dem letzten Transporter nochmal Chinas, um ein neues Leben in Kalifornien aufzubauen. Dazu sagte sie: Wieder einmal fing ein neues Leben an. Wie oft schon. Ich war es langsam gewöhnt, wie ein Stehaufmännchen immer wieder auf die Beine zu kommen. Ich war jetzt 26, eine Frau mit Mann und Kind, immer noch ohne Pass, mit einem bisschen erspartem Geld. Manchmal kam es mir vor, als würde diese Situation niemals enden. Kopf über Wasser halten, Zähne zusammenbeißen. Wofür? So fing dann das Vorortsleben in Amerika an. Ein Haus, aus dem niemand sie mehr vertreiben würde, fließendes Wasser und eine Küche mit elektrischen Geräten. Sie war glücklich. Sie arbeitete als Sekretärin, bis ihr 2. Kind geboren wurde, ein Sohn. Danach blieb sie zu Hause und pflegte Haus, Familie und Garten. Sie hatte alles, was sie sich wünschen konnte. Die Illusion der Sicherheit war wiederhergestellt. Es ist das Jahr 1957. Dennoch, und Sie können es sich schon denken, ja, schlich ein vages Gefühl der Unruhe, der Unvollkommenheit wieder ein. War es das jetzt? Ist das alles, was das Leben zu bieten hat? Und mit 34 Jahren vernahm sie zum ersten Mal unerklärliche Sehnsüchte nach etwas, was über den Alltag hinausgeht. Und so fing sie an, philosophische und spirituelle Bücher zu lesen und forschte in ihren Worten, erforschte die nicht materielle Seite des Lebens. Ihre starke Willenskraft und Durchhaltevermögen, ich sage später mehr dazu, setzte jetzt schon an. Diese Kräfte setzte sie gezielt ein. Sie wollte es wirklich wissen. Gibt es noch was außer diesem Alltag? Und nach 13 Jahren Ehen verließ sie ihren Mann. Sie ließ alles zurück. Das schöne Haus, den schönen Garten, alle Möbel, Kleidungsstücke, Bücher, Auto und zog mit ihrem kleinen Sohn auf eine Gesundheitsfarm in Mexiko. Und dort beschäftigte sie sich mit natürlicher Ernährung, hörte viel über die Zusammenhänge von Körper und Geist, über bestimmte Lebensweisen und Spiritualität. Dort fing sie ihr erstes spirituelles Studium an und sie bezog die Schriften der Self-Realization Fellowship von Swami Yogananda. Auf dieser Farm heiratete sie zum 2. Mal. Ihr Mann war auch deutscher Jude aus Berlin und war zur gleichen Zeit wie sie in Glasgow auf der gleichen Schule gewesen. Aber sie waren sich nie wissentlich begegnet. In Berlin waren sie auch auf der gleichen Schule gewesen, kannten sich aber nicht. Mit diesem Mann teilte sie dann endlich eine Suche nach dem Sinn des Lebens. Diese Suche dauerte circa 10 Jahre. Währenddessen besuchte sie sämtliche Länder und Kontinente der Erde. Auf dieser Reise besuchte sie zuerst Mittel- und Südamerika. Sie fuhren mit einem Jeep durch die Gegend.
der zugleich ihr Zuhause war. Wie heißt es? Kind, Kegel und noch irgendwas? War alles dabei in dem Jeep. Und so erlebten sie bewegende und sehr aufregende Abenteuer. Danach stand Australien an. Sie hatten schon lange den Plan gehegt, irgendwo eine Farm zu kaufen und ein autonomes Landleben zu führen. Darüber, sagte sie, wollte ich überhaupt nach Australien? Ich dachte damals, warum denn nicht? Ich war ja nirgends richtig zu Hause. Wieso also nicht nach Australien fahren? Samt Jeep fuhren sie mit dem Schiff von Panama nach Australien. Unterwegs besuchten sie Tahiti und Neuseeland. Bevor sie aber ihr autonomes Leben, Landleben in Australien beginnen konnten, gab es ein zweijähriges Aufenthalt in Pakistan. Ihr Mann war Elektroingenieur und war an einem Projekt da beteiligt. Zu all diesen Reisen sagte Ayakema auch, wie immer bin ich schön brav mitgezogen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Es war ja alles sehr interessant. Aber die treibende Kraft war ich nie. Zwischen der Zeit in Pakistan und ihrem Landleben in Australien gab es weitere Abenteuer. Diesmal eine Reise in London mit einem Land Rover Dormobil durch ganz Europa und Asien. So, die haben ziemliche Umwege auf sich genommen, um nach Australien zu kommen. Auf der Reise durch Asien machte sie Bekanntschaft mit verschiedenen Kulturen und spirituellen Traditionen und probierte einiges aus. Immer wieder fehlten ihr aber konkrete Anweisungen, die sie sofort in ihrem Leben umsetzen konnte. Bei einem Aufenthalt in Pondicherry, Südindien, in dem Sri Aurobindo Ashram, lernte sie Meditation kennen. Sie empfand sofort, das ist genau das Richtige für mich. So fing sie mit 40 Jahren an zu meditieren. Sie hatte einen Weg gefunden, nach innen zu gehen. Die weitere Reise führte in den Himalaya, nach Hunza, Nepal, Kaschmir, Thailand und Sri Lanka. Zwangsläufig kam sie dann in diesen Ländern mit dem Buddhismus in Kontakt. Die wunderschönen Tempelanlagen beeindruckten sie sehr und es gab viele Gespräche mit thailändischen Mönchen, die Englisch sprachen. Diese erklärten Rituale, erklärten die Tempelanlagen, aber nicht das, worauf es ihr ankam, nämlich die einfache Lebenspraxis. Sie hatte eine Methode gefunden, Meditation, mit der sie sich sehr zu Hause fühlte. Aber noch fehlte ihr ein geistiger Kontext für eine umfassendere Lebenspraxis. Nach Thailand ging es nach Vietnam, Singapur und zuletzt kamen sie in Australien an. Diesmal für einen etwas längeren Aufenthalt. Über all diese Reisen, sagt sie, die Ergebnisse auf unsere ausgedehnten Reise haben mir sehr geholfen, auch eine innere Reise anzutreten. Wenn ich die Reise mit Jeff und Gerd nicht gemacht hätte, wäre es mir sehr viel schwieriger gefallen, über mich selbst Klarheit zu erhalten. Ich wäre in unserem schönen Häuschen in San Diego geblieben, wäre meinen täglichen Pflichten nachgegangen und vermutlich hätte sich zwischen meinem 35. und meinem 70. Lebensjahr nichts Wesentliches geändert. Ich wäre nie an meine Grenzen gestoßen und darüber hinaus gelangt. Wir wissen alle, dass wirkliches Wachstum nur dann entsteht, wenn wir über unsere Grenzen hinausgehen. Durch das Brechen der Fesseln unserer Vorlieben und Abneigungen, unserer Bequemlichkeiten, sogar unserer Sicherheiten, wird ungeahntes Potenzial freigesetzt.
Das Unmögliche doch anzugehen, ist eins der spannendsten Abenteuer überhaupt. Auf ihren Reisen ging Ayakema offen und mutig immer wieder neue Abenteuer ein. Obwohl es sich alles sehr exotisch, frei und aufregend anhört, wie sie mit Jeep und Land Rover unabhängig durch die Welt zog, waren auch harte, unbequeme Zeiten dabei. Zeiten der Angst, Zeiten der Unsicherheit, Zeiten der Gefahr. Zeiten, in denen sie loslassen musste. Auf der Ebene eines Nomadenlebens bekam sie einen Geschmack schon von der Hauslosigkeit und sie übte sich im Abgeben und Dinge hinter sich lassen. Insbesondere die Angst um ihre Kinder, eine Angst, die jede Mutter kennt, hat sie konfrontiert. Ihre Tochter hatte sie in Kalifornien zurückgelassen, weil die Tochter nicht mit wollte auf diese Reise. Und das hat sie oft gequält. Das fiel ihr sehr schwer, sie zurückzulassen. Und um ihren kleinen Sohn in den fremden Ländern hatte sie oft Ängste ausgestanden. Zweimal ging er verloren, einmal in Kalkutta, wenn man sich das vorstellen kann, wer Kalkutta oder Indien kennt. Ja. Albtraum für jede Mutter. Ja. Wenn ein Kind in Essen verloren geht, würde das reichen. Dann ein Unfall, als er von einem Pferd stürzte und sie dachte, er sei tot. So durch diese Erfahrungen, berichtet sie, lernte sie zu lieben, frei von Anhaftung und der Angst des Verlustes. Im Angesicht ihrer Ängste hat sie genau immer das getan, was die Angst auslöste. Andernfalls, behauptet sie, lerne man nie seine eigenen Kräfte kennen. Sie hatte auch gelernt, Sicherheit in sich selbst zu finden, statt in äußeren, vergänglichen Situationen. Und sie hatte das Leben als einen langen Loslösungsprozess erfahren. Somit war sie für den neuen Abschnitt des Lebens bereit, das autarke Leben auf einem Farm in Queensland. Als Einnahmequellen, wie sie anfangs sagte, züchteten sie Shetland-Ponys. Auf dieser Farm war Meditation ein Teil des täglichen Lebens. Sie bauten ein kleines Milchhäuschen um, als Tempel aller Religionen, ja, weil sie noch nicht gefunden hatten, welche ist denn unsere Religion, welche ist unser Weg. Sie konnten sich auch nicht einigen, sie und ihr Mann. Aber immer noch hatte sie keinen Rahmen gefunden für ihre Meditationspraxis, keinen geistigen Pfad, dem sie sich ganz widmen konnte. Dies änderte sich, als in 1973 einen englischen Mönch namens Fra Kantipala auf ihrer Farm zu Besuch war. Von ihm hörte sie zum ersten Mal die Lehre des Buddhas. Und das war's. Sofort. Das konnte sie verstehen und praktizieren. Da war Vernunft und Logik. Sie wusste genau, was sie zu tun hatte und sie tat es von dem Tag an. Der Funke war rübergesprungen. Der Dame wurde zum Mittelpunkt ihres Lebens. Und sie verbrachte den Rest ihres Lebens von der Zeit an mit der Praxis und Verbreitung des Dharmas. So fing nach einer relativ kurzen Zeit der Sesshaftigkeit in Australien eine neue Reise an, jetzt für sie allein. Jetzt verband sich die äußere Reise mit einer inneren Reise. Ilse Kussel war als Dharma-Reisende unterwegs. Sie lud andere buddhistische Lehrer auf die Farm, um Kurse dort abzuhalten. Und sie fuhr nach Amerika, um an Kurse teilzunehmen und verbrachte auch 3 Monate in einem Zen-Kloster in Kalifornien. Sie besuchte Meditationskurse, wo sie nur konnte, im Süden von Australien, in Burma.
Aber während dieser ganzen Zeit hielt sie Kontakt mit Frau Kantipala. Und schließlich, nachdem sie die Farm verkauft hatte, zog sie in das buddhistische Kloster in Sydney. Und zusammen mit ihm gründeten sie dann das erste Waldkloster Australiens, Wat Buddha Dhamma. Hier entwickelte sie noch mehr ihre Organisationstalente und unterstützte den Abt in seiner Lehrtätigkeit. Erst nach 6 Jahren nach ihrer ersten Begegnung mit dem Dharma, entschied sie sich für die spirituelle Hauslosigkeit. Ich hatte bis dahin vieles ausprobiert und gesehen, dass die Welt einen nicht beglücken kann. Auf unseren Reisen war mir klar geworden, dass Ruhe und Frieden nichts mit den schönen Plätzen der Erde oder den interessantesten Erlebnissen zu tun haben. Sie sind nur im eigenen Herzen zu finden. Ich war jetzt bereit, mich dem höchsten Ideal hinzugeben. So sind wir zurück, wo wir angefangen haben. Die Entscheidung, Nonne zu werden, war der Ausgang dieses Einblicks in ihr Leben. Jetzt möchte ich weitergehen zu dem zweiten Bereich meines Vortrags und etwas sagen über besondere Eigenschaften und Qualitäten von Ayakema, die mir aufgefallen sind bei der Beschäftigung mit ihrem Leben, mit ihrem Werk. Ich fange an mit Initiative ergreifen und Eigenverantwortung. Auch wenn sie ihr Leben nicht so geplant hatte, sie sagte, es hätte sich ebenso gefügt, verstand sie es immer, damit kreativ umzugehen. Äußerlich ist sie mitgezogen, aber inhaltlich hat sie immer das meiste aus den Situationen gemacht. Seit diesem ersten Erwachen in dem Vorortshäuschen in Amerika hielt sie Ausschau nach den Dingen im Leben, die zum Glück führen, und wurde sich zunehmend bewusster über die Dinge, die zum Leid führen. Sie versuchte, Nutzen aus ihrer Erfahrung zu ziehen und noch wacher zu werden. Sie nahm ihr Leben zunehmend in die Hand. So zum Beispiel eine Episode, als sie auf der Farm mit chronischer Anämie diagnostiziert wurde. Der Arzt erklärte ihr, sie müsse bis zum Lebensende Vitamin B12 Spritzen bekommen, sonst könnte sie nicht überleben. Das gefiel ihr nicht. Einiges gefiel ihr nicht, dann hat sie sich einfach entschieden, ja, auch ich eben nicht, ich mache das anders. Diesmal auch. Sie handelte eigenverantwortlich und machte eine 3-monatige Fastenkur mit Weintraubensaft. Mit Erfolg. Danach waren ihre Blutwerte in Ordnung. Als sie nach Sydney in das buddhistische Kloster einzog, war sie noch für die Farm überwiegend verantwortlich. Ihr Mann hatte sie verlassen, damit sie diesen Weg besser gehen könnte. Ihr Sohn studierte und die Gemeinschaft, die die Farm übernommen hatte, schafften das nicht. Und so pendelte sie hin und her zwischen Farm und Kloster. Es war eine sehr schwierige, unglückliche Zeit für sie, bis sie eines Tages erkannte, dass sie sich selber unglücklich machte. Sie sagte, in diesem Augenblick habe ich alles fallen gelassen, was sich an Ärger und Frustration in mir angesammelt hatte. Ich bin sozusagen ausgestiegen aus den negativen Gefühlen. Seither habe ich mich nie mehr wissentlich unglücklich gemacht. Sicherlich liegen in dieser Erfahrung die Wurzeln für ihre spätere Betonung auf die Lehre der 4 großen Anstrengungen. Der 6. Abschnitt von dem edlen achtfältigen Pfad, vollkommene Bemühung.
Diese Lehre sagt, verhindere noch nicht entstandene schädliche Geisteshaltungen. Wenn sie entstanden sind, dann beseitige sie. Entwickle noch nicht entstandene förderliche Geisteshaltungen. Wenn sie entstanden sind, erhalte sie. Und Ayakema ließ keine Gelegenheit vorbeigehen, um auf diese Lehre wieder zu sprechen zu kommen. In all ihren Kursen und Vorträgen, berichtet sie, hat sie diese Lehre erwähnt. Ihr Ansatz war, erkennen, nicht tadeln, ändern. Und sie war davon überzeugt, dass wenn man sich lange genug darin geübt hatte, keine unheilsamen Gedanken aufkommen zu lassen, es zur Gewohnheit werden würde. Man vermeidet sie, was nicht bedeutet, man unterdrückt sie. In diesem Punkt stimmte sie ganz überein mit Sangharakshita. Sangharakshita, der Gründer der Freunde des westlichen buddhistischen Ordens. Freundlich sind wir auch. Ja. Ich werde später nochmal auf diese Beziehung zwischen den beiden zurückkommen. Sie kannten sich schon, hatten sich aber angefreundet auf einem Kongress der Europäischen Buddhistischen Union in Berlin in 1992. Und seitdem korrespondierten sie regelmäßig und trafen sich einmal im Jahr. Und in seiner Gedenkschrift, in Andenken an Ayakema, schreibt er über diese Freundschaft. Im Laufe der Briefe, die zwischen uns gewechselt wurden, berührten wir zahlreiche Themen. Abgesehen davon, dass wir uns gegenseitig über unsere Reisen und Aktivitäten informierten, wir reisten beide viel, und über den Fortschritt unserer jeweiligen Organisationen, diskutierten wir Fragen in Verbindung mit dem Lehren des Dhamma im Westen, aber auch persönliche Angelegenheiten. In ihrem Brief vom 16. Januar 1993 teilte mir Ayakema ihre Besorgnis über westliche Dharma-Lehre mit, die mit der Wahrheit von Dukkha wegzusteuern schienen und missverständliche Aussagen machten, beispielsweise über den Umgang mit Ärger. Ayakema erklärte, die richtige Art, mit Ärger umzugehen, sei erkennen, nicht tadeln, ändern. Das ist auch genau meine Meinung und passt zu dem, was ich wiederholte Male in Verbindung mit dem populären New Age-Glauben sich akzeptieren sagte. Ein anderer bekannter Lehrer hatte behauptet, Erleuchtete können immer noch Begierden haben. Auch mit dieser Aussage stimmten wir beide nicht überein. Zu dieser Praxis der vier Anstrengungen gehören Zielstrebigkeit, Willenskraft und Durchhaltevermögen. Diese Qualitäten strahlte Ayakema unweigerlich aus. Mitunter waren sie die Stützen ihrer persönlichen Praxis, all ihrer Unternehmungen im Verbreiten des Dharmas und ihres Umgangs mit Krebs. Ein Motto ihres Lebens, das diese Qualitäten, Initiative, Eigenverantwortung, Zielstrebigkeit und Willenskraft wiedergibt, hieß, wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht jetzt, wann dann? Hinter Durchhaltevermögen und Willenskraft stecken natürlich Mut und Energie. Sich einem spirituellen Weg kompromisslos hinzugeben, erfordert Mut. Auch wenn der Dharma zum inneren Glück und zur letztendlichen Befreiung führt, steht nirgendwo, dass es ein leichter Weg ist. Das spirituelle Leben ist nicht leicht, aber dennoch zutiefst befriedigend und bereichernd. Als Ayakema in 1989 nach Allgäu in das Buddha-Haus eintraf, war alles vorbereitet, dachte die Gemeinschaft.
Sie trat durch die Tür und versetzte sofort die kleine Gemeinschaft in Staunen über ihren bedingungslosen Einsatz und ihre Energie. Sie arbeitete Tag und Nacht, bis das Haus fertig war für das erste Seminar, das 4 Tage später anfangen sollte. Jnana Bodhi, der jetzige Abt und spirituelle Leiter vom Buddha-Haus, schreibt über diese Zeit: Wenn man das Werk, das innerhalb von 8,5 Jahren entstanden ist, anschaut, ist es fast nicht zu glauben, dass das alles von dieser kleinen Person ausgegangen ist. Dass sie körperlich klein war, konnte ihre Selbstsicherheit und Stärke nie etwas anhaben. Wenn ich überlege, was ihre größte Gabe an mich war und ist, dann ist es diese Sicherheit, die sie uns geschenkt hat, die Zuversicht und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und vor allem auch in Hinsicht auf ein Erreichen von Nibbana, der vollkommenen Freiheit. Natürlich, hinter Mut und Energie steckt noch eine Qualität: Hingabe. Und in einer Ausgabe von Lotus Realm, das ist eine Frauenzeitschrift der FWBO, von Frauen für Frauen geschrieben, in 1996 ein Artikel von Kalyana Prabhu. Sie hebte diese Hingabe Ayakemes hervor. Hingabe kennzeichnet Ayakemes Leben mehr als alles andere. Hingabe an ihren gewählten Pfad, Hingabe an die Wahrheit, Hingabe an ihre Arbeit im Verbreiten des Dharmas. Hingabe und die Bereitschaft zu tun, was schwierig ist. Ayakema hat immer getan, was getan werden musste. Sie hatte sich in der Regel nicht ausgesucht. Sie hatte nicht nach Lust und Laune gehandelt. Wo sie gebraucht wurde, ging sie hin und machte, was nötig war. Sie selber sagte über Hingabe: Wenn du etwas gut tun möchtest, dann gib dich mit deinem ganzen Herzen hin. Und in dieser Hinsicht war sie beispielhaft. Sie lehrte leidenschaftlich den Dharma. Das Lehren war ihre Lieblingsbeschäftigung. Der Abt Jnana Bodhi sagte, es wäre sonst nicht möglich gewesen, diese vielen Kursen zu geben. Nur mit so einer vollkommenen Hingabe und Freude ist so etwas möglich. Das war das Besondere an ihrem Leben. Nach dem Lehren waren auch Blumen, insbesondere Rosen beschneiden, eine Lieblingsbeschäftigung. Sie las auch, als sie krank war, mehr, aber auch zwischendurch las sie gern Kriminalromane. Agatha Christie war eine Leidenschaft von ihr. Und kurioserweise das Aufhängen und Umhängen von Bildern im Buddha-Haus. Jnana Bodhi und Ayakema haben dieses zur Perfektion praktiziert. Ein neues Bild, auch wenn es nur so ein kleines, sollte aufgehängt werden. Das verursachte natürlich das Umhängen von vielen anderen Bildern. Und er beschreibt sehr witzig, wie sie durch das Haus gingen mit Zange, Hammer und Nägel und hängten Bilder um, bis tief in die Nacht. Das war ihr Bildumhängespiel. Ich würde Hingabe als eine Herzensqualität beschreiben, die treibende Kraft des Herzens. Durchgängig in ihren Vorträgen spricht Ayakema von der Läuterung des Herzens und des Geistes. Nach ihrer Definition bedeutet ein materielles Leben führen, auf der Ebene der Sinnen zu leben, ein spirituelles Leben zu führen, bedeutet, aus dem Herzen zu leben. Ihre eigene Herzlichkeit, Lebensfreude waren ganz eindeutig zu erkennen. Ich lese jetzt einen Ausschnitt aus einem Vortrag, wo dieses auch ganz deutlich hervorgehoben wird. Die tiefen Werte im Leben kommen aus Herz und Geist und sind Liebe,
Mitgefühl, Gleichmut, Einsicht in die Vergänglichkeit und den Tod, Verständnis für die Wesensgleichheit von allem Existierenden, Zusammengehörigkeit, helfen wollen, Erkennen des Dukkha in uns selber und allen anderen und dann das Transzendieren. Das sind die wirklichen Werte. Alles andere ist dafür da, um uns am Leben zu halten. Natürlich müssen wir auch am Leben bleiben, um die wirklichen Werte zu erkennen. Aber es lohnt sich wirklich nicht, sich nur zu bemühen, am Leben zu bleiben. Denn das hat ja noch nie jemand geschafft. Bei allen endet das Leben mit dem Tod. Wenn wir unser Leben damit verschwenden, um am Leben zu bleiben und angenehme Sinneskontakte zu haben, ist dies ein Verlust eines wertvollen Menschenlebens und unsere Zeit ist unnütz verbracht. Es ist klar, es ist unmöglich, über Ayakemas Qualitäten zu sprechen, ohne schon in den dritten Bereich meines Vortrags vorzugreifen, nämlich ihr Lebenswerk und ihr Beitrag zum Verbreiten des Dharmas. Denn ihre besonderen Qualitäten und Eigenschaften bedingten die Art und Weise zu lehren und den Dharma für andere zugänglich zu machen. Ich denke an dieses Beispiel eben, den ich vorgelesen habe. Bhikkhu Bodhi kommentierte: Es war die Gabe, das Dharma direkt vom Herzen zu lehren, mit einer Direktheit und Einfachheit, die beim Publikum sofort Anklang fand. Die Fähigkeit, die tiefe Weisheit des Dharmas in einer so einfachen Sprache auszudrücken, in einer so einfachen deutschen Sprache auszudrücken, hat viel zum Verbreiten des Dharmas in Deutschland beigetragen. Und ich schätze, ich weiß es nicht, dass Ayakemas Bücher im deutschsprachigen Raum die meistverkauften Bücher über Buddhismus sind. Subtiles Gelehrtentum war nicht ihre Stärke. Sie konzentrierte sich auf praxisbezogene, direkte Übertragung, die gewöhnliche Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens verstehen können. Diese Betonung auf Qualitäten des Herzens widerspiegelt sich auch in ihrem Unterrichten des Metta-Bhavandas, die Meditation der liebenden Güte. Diese Meditation gehört zu den zentralen Praktiken, die sie lehrte. Sie selber war voller Vertrauen und erkannte den Mangel dieser Eigenschaft in der modernen Welt. Fragte er ihr, diese meditativen Vertiefungen im Westen zu lehren, denn es handele sich um eine verloren gegangene Kunst. Die Ernsthaftigkeit ihres eigenen Meditationspraxis hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sie die Dringlichkeit einer regelmäßigen Meditationspraxis immer wieder betonte. Es war ihr ein Anliegen, die buddhistische Meditation den Menschen im Westen zugänglich zu machen. Sie sah dies als langfristig die wirkungsvollste Sozialarbeit, die den Menschen und der Welt gegeben werden kann. Und über die Jahre hat sie Tausende von Menschen durch ihre Kurse, Vorträge und Bücher Meditation beigebracht. Sie machte sie mit den fundamentalen buddhistischen Praktiken der Achtsamkeit und der liebenden Güte bekannt und mit den Möglichkeiten der Bewusstseinserweiterung und Veränderung durch die Vertiefung. So, jetzt komme ich zum dritten Bereich des Vortrags. Es betrifft ihr Lebenswerk, ihr Beitrag zum Verbreiten des Dharmas. Und wie schon klar geworden ist, bin ich da schon längst drin. Es gibt aber noch ein paar Aspekte, die ich erwähnen möchte. Zunächst ihre Bemühungen, den Dharma in die Gesellschaft hineinzubringen. Sie wollte sich nicht zurückziehen, nicht in Abgeschiedenheit von der Welt leben. Und dies fing schon auf Sri Lanka an,
als sie die Nonneninsel dort ins Leben rief. Als Teil des Lebens dieser Nonnen hat sie die Almosenrunde für Nonnen wieder belebt. Ein Brauch, der ziemlich in Vergessenheit geraten war. Einmal in der Woche fuhren die Nonnen und die, wie sie nannten, Anagarikas von der Nonneninsel auf das Festland und machten eine Almosenrunde. Der Grund hiervor war folgender. Frauen, junge und alte, waren dankbar für diese Gelegenheit, Nonnen Almosen zu geben. Denn als Frauen bedeutete es für sie die engste Verbindung zu der Lehre des Buddhas durch persönlichen Kontakt mit einer Nonne. Deswegen hatte sie diesen Brauch wieder ins Leben gerufen. Sie wollte auch etwas Glück in das arbeitsreiche und schwierige Leben der Dorfbewohner bringen. Es genügte ihr nicht, auf der Insel zu bleiben, zu meditieren und zu unterrichten mit den Frauen. Sie hat das in ihre unmittelbare Gesellschaft hineingebracht. Sie gab auch einmal im Monat einen Dharma-Vortrag in den umliegenden Dörfern reihum. Stets war Ayakema bemüht, Spiritualität mit gesundem Menschenverstand zu vereinbaren. Als Theravada-Nonne beachtete sie den Vinyana, die Regeln, in den wichtigsten Punkten, war aber kein Formalist. Es war ihr wichtig zu zeigen, dass der Dharma heute im Alltag praktiziert werden kann. Und ihre unermüdliche Lehrtätigkeit in der Schweiz, in England, in sämtlichen europäischen Ländern, USA, Australien, spricht eigentlich für sich. Das Waldkloster in Australien, das sie mit Pra Kantipalo gegründet hatte, existiert immer noch, so wie die Nonneninsel. Beide existieren weiter ohne ihre Gegenwart. Und das ist, was sie sich auch gewünscht hatte für die Einrichtungen in Deutschland, die sie ins Leben gerufen hatte. Wie ich schon erwähnt habe, hatte sie kurz vor ihrem Tod, eine Woche vor ihrem Tod, den Orden der westlichen Waldklostertradition Deutschlands ins Leben gerufen. Der Sitz dieses Ordens ist das erste Waldkloster Deutschlands, das Metta-Vihara in Süddeutschland. Und dieses Kloster zusammen mit dem Buddha-Haus, das Seminarhaus und ein Stadtzentrum in München sind die Hauptorte Ayakemas Lebenswerk. Darüber hinaus gibt es um die 50 Meditationsgruppen in Deutschland, die sich treffen. Und sie hat in Deutschland 9 ihrer Schüler zum Unterrichten, zum Lehren autorisiert. In Australien hat sie 4 autorisiert und in Amerika 1. Die Aufgabe dieser autorisierten Lehrer ist die Weitergabe der meditativen Vertiefungen. Die Gründung des Ordens war ihr letzter Beitrag zu der Weitergabe des Dharmas im Westen. Dies hatte einen ganz bestimmten Grund für sie. Nach einer Aussage des Buddhas fasse der Dharma in einem Land Fuß, wenn Söhne und Töchter aus gutem Haus, das heißt aus tugendhaftem Benehmen, in ihrer Muttersprache ordiniert werden. Und Nyana Bodhi, der jetzige Abt, war der erste deutsche Mönch, der seine Ordination sowohl auf Pali wie auch auf Deutsch bekommen hat. Und von der Metta-Vihara versucht er Ayakemas Werk fortzusetzen. Also sie hat die Bedingungen aufgestellt für die Essenz der Lehre Buddhas, wie sie in der Theravada-Tradition bis heute erhalten wurde, weiterzuleben. Es gibt aber Stimmen, Bhikkhu Bodhi, Sangharajita, die bedauern, dass Ayakema so spät mit diesem Werk angefangen hat und dass ihre Schüler jetzt recht allein stehen mit dieser enormen Aufgabe und Verantwortung, wo ihre reife Anwesenheit gerade wichtig wäre.
Man kann nicht über Ayakema sprechen, ohne noch eins zu erwähnen, und das ist ihre Unterstützung und Einsatz für die singhalesischen Nonnen zu erwähnen. Nur wenige Tage nach ihrer Ordination als Nonne wurde sie gebeten, zu einer Konferenz singhalesische Nonnen zu gehen und ihnen zu helfen, sich zu organisieren. Und wie immer, sie wurde gebraucht, also ging sie und tat, was getan werden musste. Sie engagierte sich weiter um die Lage der Nonnen, die nicht voll ordiniert werden konnten in Sri Lanka, um ihre Lage zu verbessern. Und sie leistete ziemliche Pionierarbeit hier. In 78 organisierte sie mit anderen Frauen die erste Nonnenkonferenz in Bodh Gaya, Indien. Und aus dieser Konferenz wurde Shakyadithi, die internationale Organisation buddhistischer Frauen. Durch die Arbeit dieser Organisation wurde eine Wiederbelebung des Bhikkhuni-Ordens in Sri Lanka ermöglicht. Bis dann war es ausgestorben. Es war nicht möglich, für Frauen die volle Ordination zu erhalten. Und zuletzt war es ihr ein wichtiges Anliegen, einen ökumenischen Dialog aufzubauen und wachzuhalten. Viele ihrer großen Meditationsseminare fanden in katholischen Klöstern statt, als das Buddha-Haus zu klein wurde. Ihr Ziel war, den Menschen in Deutschland zu zeigen, dass der spirituelle Weg in jede Religion gegangen werden kann und ihnen zu helfen, den Zugang zu einer tieferen Verinnerlichung zu finden. Sie betonte immer wieder die Übereinstimmung der spirituellen Ziele aller Weltreligionen. Auch hier fand sie nicht überall in der buddhistischen Welt Übereinstimmung. Sie ging aber den Weg, sagte allerdings, dass die klaren Anweisungen des Buddhas in anderen Religionen fehlen würden. Seit 1983 wusste sie, dass sie Krebs hatte. Eine Operation schob sie hinaus, bis es in 93 unumgänglich wurde. Und diese Krankheit zusammen mit all ihren Eigenschaften von Willenskraft, Vertrauen, innere Sicherheit, Durchhaltevermögen, Hingabe, bewirkten in ihr ein Bewusstsein der Dringlichkeit, die der Buddha immer wieder empfohlen hatte. Denn keiner weiß, wie lange er noch am Leben bleiben wird. Die Gegenwart, diesen Augenblick unseres Lebens, ist alles, was wir haben, um kreativ und bewusst zu praktizieren. Ayakema verstand es, von dieser Dringlichkeit guten Gebrauch zu machen. Denn, wie sie immer wiederholte, wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich möchte den Vortrag abschließen mit Wörtern von Sangharakshita nochmal. Es gibt viele Parallelen zwischen der Bewegung, die er gegründet hat, die Freundin des westlichen buddhistischen Ordens, und den Ansätzen in Ayakemas Orden, der westlichen Waldklostertradition und dem Kreis der edlen Freunde. Beide betonen die Wichtigkeit von spiritueller Freundschaft unter anderem. Beide möchten ermöglichen einen graduellen Eintritt auf diesen Weg. Ayakema war der Meinung, Sangharakshita sei auf dem richtigen Weg, um die Lehre des Dharmas in der modernen Welt zu verankern. Ich lese zum Schluss jetzt den letzten Brief, den Auszug daraus, ein Monat und ein Tag vor ihrem Tod an Sangharakshita. Aus ihrem Brief: Mein Gesundheitszustand verbessert sich nicht wirklich. Im Gegenteil. Ich versuche mit allen Mitteln, die Lehre zu sichern, so dass mein Tod kein zu großer Einschnitt sein wird. Ende des Zitats. Sangharakshita schreibt weiter: Es war typisch für sie,
dass sie sogar in diese Zeit nicht an sich selbst dachte, sondern nur an die Lehre, der sie die letzten 20 Jahre ihres Lebens gewidmet hat, und auch an jene, die auf ihre spirituelle Führung vertrauten. Obwohl sie jetzt den Weg gegangen ist, den jede von uns gehen muss, lebt sie weiter in ihren Büchern, dem Orden, den sie noch eine Woche vor ihrem Tod gegründet hat, und in der Erinnerung an alle, die mit ihr in Berührung kamen. Während diejenigen, die sie als ihre geliebte Lehrerin kannten, ihre unterstützende und inspirierende Gegenwart vermissen werden, wird einer, der sie als sehr guten Freund und Wegbegleiterin im Dhamma kannte, ihre Freundschaft und ihre Briefe nicht weniger vermissen. Möge sie Nirvana erreichen.